Ja, auch von mir herzlich willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann mich meinem Vorredner Dennis Holoch auch nur anschließen und einen Punkt ergänzen, nämlich zu dem Punkt, wo gesagt wird, dass der Parteienstaat nicht nur auch in Strukturen eingreift, auf die Verwaltungsebene eingreift. Nein, er greift sogar einzelne Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an. Und ich möchte Ihnen hier mal dazu ein aktuelles Beispiel nennen, was auch nahezu in allen Medien hier repliziert wird. Und insofern reden wir hier über einen Bürgerdialog, der dazu führen sollte, in den politischen Diskurs zu gehen, nämlich hier auch die Bürgerbeteiligung ein bisschen nach vorne zu bringen. Also Prozesse, die völlig demokratisch sind, hier nochmal nach vorne zu bringen mit anderen politischen Amtsträgern. Das war hier der Bürgermeister, der SPD-Bürgermeister Maximilian Wonka aus Panketal. Und er hat diesem Bürgerdialog zugesagt. Er ist gekommen und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es war ein interessanter, spannender Bürgerdialog. Es gab einen Erfahrungsaustausch, es gab einen Meinungsaustausch. Beide Seiten wurden auch akzeptiert. Die Seiten der Bürger zum einen, die Antworten des Bürgermeisters. Wenn man auch nicht übereinkam in allen Positionen, so soll es ja auch sein, aber man hat sich auseinandergesetzt. Und was dann im Nachgang hier passierte, also im Grunde genommen auch die Reaktion darauf, die lässt mich doch erschrecken, die lässt auch die Bürger Panketals und die Bürger der Region erschrecken, weil man hat sich hier eigentlich mit einem Diskurs verabschiedet, aber das, was jetzt nachkommt und auch von dem Bürgermeister geäußert wurde, kann man so im Raum nicht stehen lassen. Warum hat er sich geäußert? In dem Falle wahrscheinlich, weil, so muss man auch davon ausgehen, so unter Druck gesetzt wurde. Das heißt also, selbst die Reaktion aus den entsprechenden Parteienspitzen, aus den Fraktionsspitzen, die wir hier auch im Landtag haben, den sogenannten demokratischen Parteien, die haben so einen Einfluss und so einen Druck ausgeübt, dass der Bürgermeister, ja, zu 180 Grad sich gedreht hat. Er redet jetzt von Extremismus in den Reihen der AfD. Er redet jetzt von Parteienstaat. Wir würden den Staat ablehnen. Ich weiß nur nicht, ob jetzt diese pauschale Verleumdung jetzt der Bürger Panketals gemeint sind oder ob er die ganzen Brandenburger meint. Das spielt doch in dem Falle keine Rolle. Ich will nicht mal sagen, die Bürger, die dort gewesen sind, die sind dort hingegangen, weil sie den Diskurs gesucht haben, weil sie Antworten gesucht haben. Und weil man in Austausch treten wollte, das, was ja auch die Grundprinzipien einer Gesellschaft ausmachen sollte. Am Ende des Tages bleibt letztendlich auch nur ein Fazit. Es hilft jetzt auch nicht die schnell angedachte Demo gegen rechts dagegen, sondern wir als AfD und wir als Fraktion wollen den Diskurs natürlich weiterführen. Wir sind demokratisch gewählt, die Bürger erwarten das auch. Und wie hier vorgegangen wird, das tut auf keinen Fall dem Demokratieverständnis guttun. Insofern, es ist hier nochmal ein ganz klassischer Beweis, wie übergriffig hier dieser Parteienstaat funktioniert. Meine Vorredner hatten ja noch weitere Beispiele genannt. Insofern bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Sie sagen einerseits, Sie haben kein Problem mit dem Mehrparteiensystem. Aber wenn dann jemand das anders sieht und einfach sagt, okay, sagen, es ist eine 180-Grad-Wendung und da wurde jemand beeinflusst, warum ist es für Sie nicht zu akzeptieren, dass jemand es einfach komplett anders sieht und sagt, wir sind auf einer anderen Position als die AfD? Das ist doch legitim, wenn Sie sagen, Mehrparteiensystem. Also Sie vermischen da eins. Die persönliche Äußerung von Herrn Wonke, das habe ich ja gemeint mit der 180-Grad-Wende. Dann hätte er das wirklich den Bürgern sagen müssen und das wäre aufrichtig und ehrlich gewesen als Bürgermeister. Und nicht im Nachgang, nachdem die, und das liegt ja auch an der medialen Berichterstattung, nachdem da über ihn sozusagen der Kübel ausgeschüttet wurde, hat er sich im Prinzip mit Phrasen, die wir von überall her kennen, gedreht und beschimpft damit seine Bürger auch. Und das ist so nicht in Ordnung. Weil, wie gesagt, wir vertreten den Diskurs, wir vertreten die offene Meinungsbildung, wir vertreten, dass man in Meinungsaustausch auch geraten muss, auch mit uns als AfD. Wir sind ja demokratisch gewählt, wie Sie wissen, und haben uns ja nicht an die Macht geputscht. Insofern sind wir da auch legitimiert. Und wie gesagt, aber das ist ja die persönliche Meinung von Herrn Wonke. Und die steht ja bei uns jetzt, bei den Bürgern Panketals insbesondere, in der Kritik. Also, es ist doch ganz einfach. Es ist ein Bürgermeister von der SPD, der geht auf einen Bürgerdialog der AfD, weil er meint, aus welchen Gründen auch immer, er möchte das Forum nicht der AfD überlassen oder er möchte mit ihnen ins Gespräch kommen, wie auch immer. Es findet ein demokratischer Austausch statt. Danach kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die anderen Medien, dröschen drauf ein und der Bürgermeister ändert seine Meinung. So, da braucht man die Leute draußen nur fragen, woran wird es wohl liegen? Ja, weil der öffentliche Druck so groß ist, dass der Mann endlich seine Meinung in der Öffentlichkeit so ändert, dass sie angepasst ist. So, und das unterdrückt jeden Diskurs. Ich weiß nicht, warum man das nicht versteht. Also wer immer für offenen Diskurs einsteht und dann auf den einprügelt, der zum allerersten Mal mit den Leuten redet, mit denen man ja nicht reden darf,
der steht nicht für offenen Diskurs. Der steht eben genau dafür, dass hier eine sogenannte Mauer gezogen wird, damit man mit den einen, die auf der einen Seite offensichtlich böse sind, in dem Narrativ böse sind, nicht reden soll. Und auf der anderen Seite sind die, die zum Großteil in vielen Dingen die gleiche Meinung haben, vielleicht in unterschiedlichen Nuancen unterschiedlich, aber mit anderen Meinungen eben nicht in Verbindung gebracht werden oder in Kontakt gehen sollen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. So läuft es schon die ganze Zeit, so läuft es die letzten Jahre. Und wer das nicht erkennt, tut mir leid, der hat es irgendwie nicht... Ich weiß gar nicht, warum das mal ausgeht. Wer das nicht versteht, der wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht verstehen. Aber ich sage Ihnen, die Leute draußen verstehen das. Frau Ernst, Sie wissen doch auch, dass es immer mehr Leute gibt. Es gibt ja Umfragen, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Sie wissen doch, dass es mittlerweile in Deutschland mehr Menschen gibt, die angeben, sie wagen es nicht, ihre eigene Meinung zu sagen, als es Menschen gibt, die sagen, dass sie es wagen würden. Und die Entwicklung ist ja so, dass das eben abnimmt. Und da haben Sie ein ganz deutliches Beispiel. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt über Ihre Frage. Herr Holoch hat gesagt, das ist doch ganz klar, wie die Entwicklung ist. Wenn jemand mit der AfD redet, wird er gesteinigt. Nur deshalb. Hier, Frau Neumann, diese Debatte, die wir hatten über die Digitalisierung, das wurde alles nur verworfen, weil es von der AfD kam. Da gab es ja keine, gucken Sie sich mal die Debatte an, kann ja jeder im Parlament nachsehen, RBB. Das ist ja verdienstvoll, dass Sie das ins Netz stellen, auch wenn Sie furchtbare Kommentare dazu schreiben. So, also das ist, daran kannten wir und sozusagen wir bemängeln das. Wir sind bereit, mit jedem zu reden. Herr John hatte kein Problem, jemand von der SPD einzuladen. Glauben Sie mal, jemand von der SPD hätte einen John eingeladen? Da können Sie mal 30 Jahre warten, da gibt es die Partei hoffentlich nicht mehr. Ja, vielleicht noch ergänzend dazu, weil wir ja die Debatte haben über den Parteienstaat. Jetzt gucken Sie doch mal, welche Parteigremien sich da aufgeregt haben, welche Fraktionsvorsitzenden sich aufgeregt haben, aus dem Landtag, auf Landesebene von der SPD und. Also da müssen auch Sie doch den Zusammenhang erkennen, wenn denn so eine Meinungsrichtungsänderung kommt von Herrn Wonke, dass das nicht in Ordnung sein kann. Also nicht für demokratische Verhältnisse. Das muss doch Ihnen auch klar sein. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.